Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von PC Building Simulator. Der PC hat das Ganze beendet, 1560 Punkte hat er erhalten. Da ist ja die Punktzahl nicht so relevant. Den stört das nicht, sage ich mal. Hauptsache, er kann das Spiel spielen, was keiner kennt, oder? So, dann kommt hier eine neue Aufgabe, Diagnose. Und wir haben heute noch eine tolle Aufgabe von Sean Smith. Und zwar, denk billig, so billig wie möglich, danke sehr, der Sean. Also, das heißt, der billigste PC, den wir je gebaut haben, zu bauen. So, und da beginnen wir natürlich beim Gehäuse, hier. Preis aufsteigen natürlich, und da ist das günstigste, ist 80. Dann nehmen wir mal das. Das günstigste Netzteil. Und jetzt musste ich mal ins Inventar schauen. Ja, eine günstige Kühlung brauchen wir auch. Netzteil haben wir nichts günstigste. Günstigste Festplatte brauchen wir. Und hier schaue ich schnell. Also Festplatte. So. Was ist denn eigentlich der günstigste Prozessor? Da ist Kaby Lake. Und wir haben doch noch... eine Kaby Lake. Ja, aber das ist pro Carbon. Das kostet halt doch... 175 von 450 ist recht teuer, ehrlich gesagt. Skylake wäre da günstiger. Also nehmen wir jetzt. Aber Skylake habe ich auch. Ja, Skylake habe ich auch. Und ich habe auch einen günstigen Skylake-Prozessor. Und die 1050 Gaming 2G, die sollte auch nicht so teuer sein. Ja, kriegen wir hoffentlich hin, oder? Ich bestelle hier noch schnell ein bisschen RAM dazu. So. Gerne morgen. Und dann gehen wir auch schon wieder raus. Für heute ist der Arbeitstag zu Ende. Der 28. ist heute. Da kommen wieder einige Dinge an hier. Wie zum Beispiel eine Grafikkarte, die wir bestellt haben. Hier ist auch schon das Gehäuse dazu. Und jetzt bauen wir gleich hier mal den günstigsten PC auf, der im Spiel möglich ist. Ich möchte nicht behaupten, dass das der günstigste der Welt ist. Da kauft ihr am besten einen von HP. So, HP oben, das ist der günstigste. Ne, nicht der günstigste, der billigste. So. Ist meine Meinung. Ne, also... ich bin nicht gerade der HP-Fan, ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie ein Produkt von HP. Habe aber in der Familie... wir hatten früher unseren ersten Laptop, war ein HP. Der ist dann irgendwann... ah, ich habe die Kühlung vergessen. Vielleicht reicht es mit dir. Ja, der war dann irgendwann durch. Aktuell haben wir noch einen anderen HP, wo der sehr langsam funktioniert. Und dann stellen sie ja immer ihren oben, das ist so ein spezieller PC. Also erzähle ich jetzt hier, weil wir sind ja hier im PC-Talk. Vielleicht kennt ihr den ja. Den stellen sie immer vor, von dem bin ich überhaupt nicht Fan. Wenn natürlich einer von euch so einen hätte, ich wäre interessiert daran, aber... ja, gefällt mir nicht so. Denn ich bin natürlich schon der... deshalb spiele ich auch dieses Spiel sehr gerne, der die PCs selbst baut, oder? Das ist halt so. So, ich baue absichtlich den PC jetzt schon mal zusammen, damit es spannend bleibt. So, bis hierhin. Und jetzt packen wir hier den Zettel dazu. So. Aktuell haben wir 388 von 450. Das heißt für mich schon mal, dass es nicht reichen wird. Mit der Grafikkarte. Die Grafikkarte ist also zu teuer. Also wenn ich jetzt hier die Grafikkarte... das ist ja die günstigste, die wir haben, ist die hier. Die ist ja nicht günstiger, oder? Können wir am Verkaufspreis auch sehen. Ja, das ist die günstigste, ganz klar.
Und wenn ich die dazu packe, sind wir bei 508. Somit zu teuer. Bei der Lüftung können wir sparen und bei der Grafikkarte. Wir haben das günstigste Motherboard. Beim Prozessor bin ich mir nicht so sicher. Wir haben das günstigste Netzteil, günstigste Festplatte. Also wir müssen wirklich... Ja, hier 1030 ist die günstigste Grafikkarte. Wir haben insgesamt 508, das ist 58 zu viel. Wenn sie neu 120 kostet, dann darf es maximum 62 kosten. Und das tut's nicht. Das ist wahrscheinlich genau ausgerechnet, nehme ich an. Dann bestelle ich die, plus bei der Kühlung. Der müsste passen hier. Weil den, den ich drin habe, hat einen Wert von 20. Also müssen wir den bestellen hier. So. Ja, wir kaufen das auf heute, weil ich das heute zusammenbauen will. Wenn ich jetzt privat spielen würde, ganz klar, dann würde ich warten bis morgen. Aber es sollte schon folgenmäßig auch ein bisschen Sinn ergeben. So. Und einmal das Gefühl haben, man baut hier das Billigste ein, muss man ja auch, oder? So, jetzt sind wir 13 zu hoch. Ich werde aber nur... Ja, ich werde nicht so viel sparen, wenn ich jetzt... hier den drauf packe. Das heißt für mich, wir haben nicht den günstigsten Prozessor. Im Kaby Lake Bereich, oder? Ne, Skylake. Was haben wir da reingepackt? i3-6100T. Ja, der ist wirklich hier. Hä, aber jetzt gibt es schon auf beiden Sockeln den? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, der kostet 125, der Prozessor ist Skylake, tatsächlich. Ja, da müssen wir einen günstigeren haben. Haben wir noch einen günstigeren? Skylake. Der ist aber genau gleich. Gut. Es tut mir leid. Wir müssen, deshalb kommen wir auch nie auf einen höheren Betrag, oder? Weil, ja, wenn man das Geld immer so ausgibt. Hä? Ist die Suche kaputt, oder wie? Skylake. Jetzt habe ich doch gerade den Intel Celeron bestellt, oder? Ja, der ist Kaby Lake. Und wird hier als Skylake angegeben. Ist ja richtig toll. Aber wirklich. Warte, das ist 5 zu hoch. Ah, dann muss es der sein hier. So. Habt ihr mitgezählt, wie viele Hunderter sind draufgegangen? So, 3. Und es hätte einer sein müssen. Wenn man von Anfang an richtig mitgemacht hätte. Aber, ihr habt gesehen, da gibt es auch einen Fehler im Shop. Also, außer ich habe was selbst falsch gemacht. Ich liebe ja immer die, die dann sagen, ja, da ist ein Bug drin. Oh, das Gehäuse ist noch nicht gut. Da ist ein Bug drin, das Spiel ist völlig verbuggt. Aber, ihre eigenen Fehler nicht erkennen. Das mag ich ja am liebsten. Wenn man dann nicht erkennt, dass man etwas nicht gut liest oder sonst irgendwas falsch macht, dann frage ich mich halt schon, oder? Kein Betriebssystem installiert. Das zahlt man ja nicht extra. Auf weniger... Ne. Natürlich erreichen wir es immer noch nicht, weil wir weniger als 450 ausgeben müssen. So,
So langsam beginne ich aber zu rätseln. Ich habe einen teuren Ram reingeschraubt. Der Titan kostet mehr als... als der da, oder? Genau, der kostet leicht mehr. Jetzt sind wir bei 470. 445. So. Der ganze Aufwand für nichts. Also doch, es musste so sein. Es musste so sein. Betriebssystem ist da. Gehäuse ist nicht vollständig. Und wir haben hier, voilà, den günstigsten PC gebaut, den man bauen kann. Ist wirklich der günstigste hier im Spiel. So. Dann nehme ich mal die beiden PCs hier hin, die hier sonst noch so gestrandet sind. So. Ah, der gefällt mir immer noch sehr geil. So, der hätte gerne 4 GB RAM. Hat hier eine 1060er drin. Eine schlechte Lüftung. Und ein 5-6-Core. Der reicht knapp, so aus meinen Erfahrungen hier im Spiel, reicht er knapp nicht. Ah. So. Da würde ich jetzt gleich mal, damit wir es nämlich schnell testen können, mal 8 GB RAM reinpacken. Und eine richtige Kühlung. Wie die hier. So, dann 3D Mark. Oh, Prozessor braucht Wärmeleitpaste. Dann 3D Mark müssen wir so oder so installieren. P anschalten. Und dann schauen wir mal, was der für eine Punktzahl erreicht. Ich nehme an, er wird es nicht erreichen, weil der Prozessor leicht zu schlecht ist. Bei der Grafikkarte, wir könnten natürlich 2 Grafikkarten dranpacken. Geht das da? Ja, wir haben keine, die... oder sie ist gar nicht kompatibel damit. Aber erstmal schauen. So, der da braucht eine Diagnose. Man kann ihn anschalten. CPU nicht gefunden. i7-7700 ist da drin. Und der ist natürlich kaputt. Kann ich den durch den ersetzen? Ja, natürlich. Easy. Es war wohl diese Kühlung hier. Das ist wahrscheinlich den wir selbst gebaut haben, nehme ich an. Man kann es nur annehmen. Und dann kommen ja die Kunden immer und immer wieder. Es wundert mich nur teilweise, die haben schon recht Probleme mit den PCs, die wir bauen. Komischerweise. So. Kassieren. Kassieren. So, neue Teile verfügbar. Diagnose stellen. Gut. Der Sean Smith hat geschrieben, Punkt. Ja. Herzlichen Dank fürs Computer. Für Computer hat bestens... Aha, der Text ist plötzlich hier oben und hier ist ein Punkt. Er hätte gerne 32 GB RAM. Plötzlich. Hauptsache den billigsten PC haben, aber 32 GB RAM. Boah. Also ist echt knapp. Also die Lüftung haut einiges raus. Was ist, wenn ich jetzt da nochmals 8 GB RAM nachreiche? Oder haben wir noch eine bessere Grafikkarte? Ja, ich glaube nicht, dass das... Komm, wir machen es nochmals. In der Zeit suchen wir ihm diese 32 GB RAM im Shop. Das ist 4x8. Und dann nehmen wir den günstigsten. Warum sollte ich jetzt da Teures verbauen, ehrlich gesagt? Äh,
Wir bestellen schon mal. Und im PC Bay haben wir einen Lüfter. Hier hat es auch nochmals RAM. Power. Und die hier, die ist recht teuer. Ja, die hat aber auch Leistung. Also, Grafikkarten mit Leistung können wir immer gebrauchen. Weil es immer solche braucht. Ja, für jetzt haben wir wieder nichts zu tun. Ich habe ja übrigens hier MP3-Player habe ich auf Energy Summer. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, dann läuft auch das. Also im Menü schon. Da habt ihr jetzt gerade zuletzt den Song gehört, der zuletzt lief. Wer den erkannt hat, der ist gut. Also, ich wusste natürlich, welcher es ist, weil der lief, als ich das Spiel gestartet habe. So, jetzt hattet ihr Zeit zum herausfinden. Das ist Euphoria. Das war dieser Song, der... Ja, der wurde... Der hat den ESC gewonnen. Vor 2-3 Jahren. Für Schweden, glaube ich. Wenn es so war. Ich glaube, es war so. Der ESC war ja gerade wieder. Immer noch nicht. Aber es kam schon näher. Die Frage ist, habe ich nochmals 8 GB? Ich habe noch 2x4. Ob die Kombination läuft, bin ich mir aber auch nicht so sicher. Das würde ich in meinem PC nie verbauen. Es ist so knapp dran, es fehlt nicht viel. Und ja, vielleicht ist der RAM teurer als eine Grafikkarte, die leicht mehr kostet oder ein Prozessor, aber wir könnten es jetzt schaffen. Das Ding ist, jetzt muss ich wieder warten. Shop, so. Beim Werkzeug. Wir müssen uns natürlich ein Ziel geben, auf was wir arbeiten als nächstes. Da haben wir noch zwei Dinge, die nicht freigeschaltet sind. Wir haben das Upgrade für schnellere Installation. Teile werden schneller installiert oder Abstandhalter werden automatisch installiert oder ausgebaut. 4000, 6000, also ihr seht, ja, es ist ein bisschen außer Reichweite. Natürlich könnte ich das bestellen, sofort. Aber, ja, da müssen wir noch ein bisschen drauf sparen. Oder ein bisschen überlegter einkaufen. Vielleicht könnt ihr das auch so formulieren. Und unseren eigenen PC könnten wir auch mal aufrüsten. So wie hier natürlich den Tisch kaufen, der kostet ebenfalls 4000. Es sollte noch ein paar Dinge mehr geben, die man hier könnte, also kaufen könnte. So wie vielleicht einen zweiten Raum hierdurch. Und da kann man dann Mitarbeiter beschäftigen. Der kann auch sehr schlecht animiert sein von mir aus. Jawohl, der hat es geschafft. Schön. Endlich. Es hat sich gelohnt, oder? Ja, für die, die mitgerechnet haben, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Abkassieren. Und wir haben 3000. So, der PC braucht ein Update. So, Tag beenden. Da kommt wieder große Lieferung an. Ein Gehäuse kommt da an. Wir haben ja auch einiges auf Vorrat gekauft. Oh ja, sieht sehr geil aus. Nur haben wir zu wenig Bauaufträge, oder? So, den da möchte ich als erstes. Und den da als zweites. Und die komplizierteste am Schluss. So, hier hin. Wahrscheinlich, der schickt uns den PC noch 10-mal zu. Speicher. Ja, was soll ich da dazu sagen? Hat's einer schon gemerkt? Wahrscheinlich schon. Ich habe hier im Shop bei Speicher 8 eingegeben. Und was kommt? Weil der Preis aufsteigend war, der Motiv O
Motiv 8 OR mit 4 GB. Wirklich toll. Jetzt dachte ich, den könnten wir gerade noch so erledigen und dann so ein dummer Fehler. Ah. Teilweise in den Aufnahmen habe ich Glück, da läuft alles wirklich sehr, sehr gut. Und teilweise geht einfach so, ja, die Hälfte schief hier. Das freut mich jeweils nicht so. Toll ist das aber, das Fenster hier unten bleibt und wir nicht runter scrollen müssen jedes Mal. Man muss das Spiel auch mal loben, ehrlich gesagt. So, und dann haben wir den erfolgreich noch gemacht. Zum Ende der Folge hin. Hat nochmals ein 100er extra gekostet. Wir erhalten dafür 460 und ich habe 4x80 ausgegeben, glaube ich. Neue Teile, ganz viel RAM. Ja. Und der Sean schreibt schon wieder. Aha. Computer immer noch ein bisschen langsam. Enkel sagt, ich brauche einen Prozessor i7. Bauen Sie bitte einen ein. Kann maximal ausgeben, danke. i7 7700K oder besser. Ja, toll. Wie wenn es noch einen besseren gäbe zu dem hin. So, das war Cabby Lake. Denn das ist schon der beste eigentlich. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.